Exzellenz, dieses Jahr feiern wir das 140. Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Bulgarien und Österreich. Österreich hatte Vertreter hier in unserem Lande noch vor und während der Befreiung Bulgariens im Jahre 1878. Welche historischen Persönlichkeiten und Fakten würden Sie nennen, die zu den bilateralen Beziehungen beigetragen haben? Und wie haben die Ereignisse in diesem Zeitraum von 140 Jahren den Geist unserer Beziehungen beeinflusst? Also aus dieser Zeit des Beginns gibt es eine sehr wesentliche Geschichte, die sogar vor dem Beginn zurückgeht. 1877 stand General Gurko vor den Toren Sofias und der damalige osmanische Verwalter Osman Nuri Pascha beschloss, also Sofia anzuzünden, die Bevölkerung zu entfernen, die Munitionslager zu sprengen, Sofia anzuzünden, und forderte den französischen, den österreichischen und italienischen Konsul auf, sich aus der Stadt zu entfernen, mitsamt den ganzen Leuten und den Unterlagen. Die drei Konsuln trafen sich dann zu einer Beratung und beschlossen, das nicht zu tun, und schrieben gemeinsam, alle drei unterzeichneten einen Brief an den Pascha, dass sie das nicht tun werden, und wenn er trotzdem die Stadt anzündet, dann wird er haftbar gemacht für allen Schaden, den er damit angerichtet hat. Nach diesem Brief also hat der Pascha beschlossen, dass die Stadt nicht anzuzünden, und zog also ohne das Vorhaben auszuführen ab, und Sofia war gerettet. Als Resultat davon wurden die zwei Konsuln, und zwar Positano, der italienische Konsul, und Legret, der französische Konsul, mit einem Straßennamen in Sofia bedacht, als Dank für die Rettung. Der österreichische, der ebenso mit unterzeichnete, Waldhardt, jedoch nicht, was mir nicht ganz klar ist. Aber dieses Ereignis zeigt für mich die erste symbolische europäische Solidarität mit Bulgarien. Dann hat es eigentlich begonnen, und das fand ich ein sehr wichtiges Ereignis. Danach hatten wir sofort nach der Befreiung Bulgariens einen Gesandten ernannt. Das war bereits im Juni 1879, war das, glaube ich, ja. Das war der Graf Khevenhüller Metsch, der zwei Wochen später, am 8. Juli, bereits ein Beglaubigungsschreiben überreichte. Nach zwei Jahren kam der nächste Gesandte hierher. Den haben wir hier, ein Bild. Das ist der Rüdiger Freiherr von Biegeleben. Der ist deswegen wichtig, weil er sowohl befreundet war mit dem Fürsten Battenberg, als auch die Errichtung der österreichischen Residenz damals in Auftrag gab, also ein eigenes Gebäude errichten ließ. Das ist heute die italienische Residenz. Das hat also der Graf Biegeleben. Und dadurch, dass die sehr eng befreundet waren, die Familien, hat das natürlich zur Intensivierung der Beziehungen beigetragen. Und das hat dazu geführt, dass bereits von Anfang an sehr viele Österreicher, und da möchte ich jetzt die Architekten und Stadtplaner hervorheben, hier im Land tätig waren. Die haben, Adolf Kohler zum Beispiel, war maßgeblich an dem Masterplan für die neue Hauptstadt Sofia beteiligt, an dem sogenannten Battenberg-Plan. Und später kamen also eine Reihe von Architekten, die sehr viele Gebäude errichteten, miterrichteten, Bauaufsicht machen, hauptsächlich in Sofia, aber auch in anderen Städten Bulgariens. Von diesen Architekten möchte ich zwei hervorheben. Das eine ist der Friedrich Grünanger. Der ist dann auch zum Hofarchitekten ernannt worden, und er war der Architekt der Synagoge in Sofia, die 1905 bis 1909 errichtet wurde. Ein wunderschönes Gebäude, noch heute sichtbar, schön renoviert. Und dieses Gebäude wurde angeblich nach dem Vorbild der Wiener Synagoge erbaut, die aber leider nicht mehr existiert. Die wurde in der Nazizeit zerstört. Von dieser Synagoge haben wir auch ein Bild hier hängen. Und der zweite Architekt ist Peter Paul Brank. Das war jener Architekt, den der Graf, der Freiherr Biegeleben beauftragt hat mit dem Bau der Residenz, die auch heute noch ein wesentliches Element im Zentrum der Stadt Sofia ist, ein architektonisches Element. Und alle diese architektonischen Leistungen sind heute noch sichtbar. Also dieses Fundament ist nicht nur historisch, sondern physisch sichtbar. Und ich möchte noch einen erwähnen, den Maler Oberbauer. Er war Zivilingenieur und Maler. Und dieser Maler hat sich hier so wohl gefühlt, hat das Land gezeichnet, im Katasterwesen mitgewirkt, aber auch sehr viele Malereien angefertigt, dass er bulgarischer Staatsbürger wurde und sogar hier gestorben ist. Grünanger übrigens wurde auch bulgarischer Staatsbürger. Also es hat Geschichte, unsere Beziehung.
Wie sehen Sie den jetzigen Zustand und die Entwicklungsperspektiven der bulgarisch-österreichischen diplomatischen Beziehungen? Wo Ihrer Meinung nach sehen Sie noch unerschöpftes Potenzial für deren Entwicklung? Und werden die gegenseitigen Interessen unserer beiden Länder nur von der geografischen Nähe bestimmt? Potenzial sehe ich in den Wirtschaftsbeziehungen. Es gibt sehr viele österreichische Firmen, die sich für Bulgarien interessieren. Das merke ich immer wieder. Aber auch auf dem kulturellen und im Tourismusbereich. Wie ich bemerkt habe, ist die Kulturhauptstadt Plovdiv ein ziemlich großer Magnet. Das ist in unseren Medien sehr präsent und das freut mich auch sehr. Und ich hoffe, dass das einen Auftrieb auch gibt über den Tourismus am Meer, an der Küste hinaus. Ich sehe übrigens auch Potenzial in den bulgarischen Bergen. Die bulgarischen Berge sind wunderschön, weil sie so verschieden sind. Es gibt so verschiedene Gebirge, jedes hat seinen eigenen Charakter. Und ich glaube, das könnte man auch noch mehr ausbauen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden die Leute immer mehr kühle Gegenden aufsuchen wollen, auch im Sommer. Und da bietet sich also die Landschaft an. Und wenn das wirklich umweltfreundlich, nachhaltig und sanft für den Tourismus ausgebaut wird, glaube ich, gibt es da auch noch großes Potenzial. Exzellenz, in Ihrer Karriere haben Sie diplomatische Posten in unterschiedlichen Teilen der Welt bekleidet, sowie auch auf dem Balkan. Welche waren Ihre Erwartungen an Bulgarien und seine Bürger vor dem Beginn Ihrer Amtszeit in Sofia? Und wurden Sie nach Ihrer Ankunft hier irgendwie überrascht oder beeindruckt? Okay, ja, da muss ich vorausschicken, dass ich schon einmal in Bulgarien war, und zwar vor 18 Jahren, von 2000 bis 2003, als Stellvertreterin des Botschafters. Also ich kannte Bulgarien ein bisschen. Ich habe damals auch einen Bulgarischkurs gemacht. Ich konnte ein bisschen Bulgarisch. Das habe ich jetzt wieder aufgefrischt und bemühe mich sehr, das zu verbessern. Und ich bemerke, das ist sehr wichtig für die Beziehungen und um mit den Menschen Kontakt herzustellen. Für mich ist das eine große Bereicherung. Als ich herkam, war ich überrascht davon, wie dieses vertraute Gefühl, weil ich schon einmal da war, sofort wieder kam. Und überrascht hat mich auch die positive Veränderung. Also das sehen Sie vielleicht nicht, wenn Sie durchgehend da sind, aber ich hatte eine große Pause und in diesen 18 Jahren hat sich in Sofia speziell wirklich viel verändert. Es hat sich sehr verschönert, verbessert. Man sieht die Verbesserungen wirklich ganz, ganz stark. Im Bewusstsein vieler Bulgaren wird Österreich oft nur mit Wiener Walzer, Wiener Operette, großartigen Baudenkmälern und majestätischen Alpenlandschaften assoziiert. Welche Tatsachen über Österreich sind heutzutage in Bulgarien immer noch nicht bekannt und umgekehrt? Was weiß man über Bulgarien in Österreich immer noch nicht? Was wahrscheinlich wenig im Bewusstsein ist, ist, dass Österreich ein sehr dynamischer Forschungs- und Wirtschaftsstandort ist. Wir haben also die älteste deutschsprachige Universität in Wien mit 1365 gegründet und das größte deutschsprachige Studentenleben auch in Wien, die meisten Studenten pro Kopf in Wien. Es ist ein sehr dynamischer Bereich, vor allem in IT, Technik, Physik, aber auch Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, ein sehr intensives Forschungs- und Wissenschaftsleben. Und es gibt auch eine sehr lebendige Start-up-Szene und die Forschungsquote ist die zweithöchste in Europa. Also die Pro-Kopf-Forschungsausgaben der Regierung sind nach Schweden die zweithöchsten in Europa. Also wir haben wirklich ein sehr junges, dynamisches, eine junge, dynamische Szene, was das betrifft in Österreich. Und es gibt da sehr viele Firmen, drei möchte ich nennen, die auch in Bulgarien tätig sind. Das ist Bakotec, die machen Logistiklösungen, technische Logistiklösungen mit Tablets und Software und Barcode-Ablesungsmöglichkeiten, die also die Logistik vereinfachen. Dann gibt es Merlin Luftbefeuchtungsanlagen für Großindustrie, die speziell eingestellt werden. Die haben 13 Patente bereits, sind weltweit tätig und auch in Bulgarien für
eine Firma, glaube ich, Whisky-Produktion und eine zweite Firma noch. Und dann gibt es VAE, das ist interessant, das ist nämlich ein altes Stahlwerk, das war die Voestalpine, die gab es schon, als ich ein kleines Kind war, aber die haben den Sprung in die Moderne wirklich großartig geschafft und bieten jetzt moderne Lösungen für die Eisenbahn an und haben eine Kooperation mit der bulgarischen National Railway Company. Bulgarien in Österreich ist vielleicht nicht so bekannt, wie es sein sollte, aber grundsätzlich sehr positiv, wird bei uns sehr positiv perzipiert. Es gibt auch da noch Spielraum. Ich glaube, wie schon erwähnt, die Kulturhauptstadt wird dabei sicher helfen. Was meiner Meinung nach die Österreicher wissen sollten, ist, dass Bulgarien zusammen mit Italien und Griechenland das Land ist, was am meisten antike archäologische Kunstschätze beherbergt. Das ist kaum bekannt. Es ist noch nicht viel quasi öffentlich zugänglich, aber es ist ein unglaubliches Potenzial und eine uralte, jahrtausende alte Geschichte hier. Das sollte noch viel mehr ins Bewusstsein kommen. Ein interessanter Moment in Ihrer Laufbahn ist, dass Sie eine künstlerische Ausbildung und auch noch Berufserfahrung als Sängerin und Schauspielerin in Kino und Fernsehen haben. Als eine Person mit stark ausgeprägten Interessen, natürlich in der Diplomatie, aber auch in der Kunst, was halten Sie von den potenziellen Perspektiven auf dem Gebiet der kulturellen Diplomatie? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Element, und zwar deswegen, weil Kunst und Kultur nach meiner Erfahrung so die Essenz des Menschseins ist. Egal, wo man ist auf der Welt, jede Kultur, jedes Land hat seine eigene Bildsprache, seine eigene Sprache und auch seine eigene Tonsprache, also Musik und Ästhetik. Wo sich aber alle einig sind in diesem Bereich Kultur, sie wollen die Welt in irgendeiner Form begreifen, sie wollen die Energie kanalisieren, um etwas zu verschönern und das Leben subtiler zu machen und zu verschönern. Und in dem sind sich die Künstler international immer näher und verstehen sich sofort, egal aus welchem Bereich sie kommen, als Leute desselben Kulturkreises, die aus verschiedenen anderen Berufssparten kommen. Das ist meine sehr intensive Erfahrung, die ich auf der ganzen Welt gemacht habe. Und im Blick auf das Jubiläum des bulgarischen diplomatischen Dienstes, welche ist Ihrer Meinung nach die größte Leistung der Außenpolitik Bulgariens in der Gegenwart? Also auf jeden Fall nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der konsequente Aufbau guter Beziehungen zu den westlichen Staaten, zu den anderen europäischen Staaten. Das war eine große Leistung. Danach natürlich die daraus folgende NATO- und EU-Mitgliedschaft und schlussendlich die erfolgreiche EU-Ratspräsidentschaft Bulgariens. Bulgarien ist geografisch, die Geografie ist immer sehr wichtig, in einer nicht ganz einfachen Situation, und meiner Meinung nach meistert es das sehr gut, also den Interessensausgleich für seine eigenen Interessen, und gleichzeitig ist Bulgarien nachhaltig solidarisch innerhalb der europäischen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist eine ausgezeichnete Basis, nicht nur für die Beziehungen innerhalb der Europäischen Union, sondern auch für unsere bilateralen Beziehungen. Vielen Dank, много благодаря. И на вас много ви благодаря, че бяхте тук в посолството. Благодаря.